Okay. Valarians Secret. Ich kenne es, aber ich sag's nicht. Haha. Es ist ein Geheimnis, welches man vielleicht nicht erwartet. Sagen wir es so. Ja? Sagen wir es so. Okay, wir hauen noch ein paar Mal in meine Offload. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen weniger FPS, als es sein sollte. Aber das ist schon mal geschehen. Das sollte nicht lang anhalten. Aber wäre eigentlich ein bisschen wack beim Bosskampf gerade. Wenn das so wäre. Ja, ja, ja. Ein bisschen gestrafed gerade. Vielleicht gibt es uns auch Vorteile. Ich meine, na, erstmal dran. Vielleicht haben wir dadurch mehr Platz, mehr Zeit, ne? Also, sie hasst ja Katapulte. Ich hasse Bogenschützen. Bogenschützen sind echt scheiße und wack. Oh, ich erinnere mich gerade an was. Was ich nie richtig benutzt habe. Was wahrscheinlich auch gar nicht so sinnvoll war, irgendwie immer. Aber ich muss es mal ausprobieren. Ja, 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 ja. Das muss ich euch zeigen. Das mache ich auch. So, noch jemand, der aus dem Maul will? Ah, ihr zwei. Schlawine. Die machen aber auch keinen Schaden, ne? Die treffen nur die Hälfte. Die brauchen Aim. Sommer. Okay, das war jetzt aber Karma. Wie gesagt, die treffen uns. So, und so. Sommer, noch mehr? Wir haben es ein bisschen übertrieben, glaube ich. Oder es kommen immer wieder neue. La 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 la. Mehr habe ich gar nicht gesehen. Hier rechts, ne? Ah! Oh! Ah! Da! Und noch mehr Bogenschützen. Weil waren ja nicht genug bisher. Ich glaube, ich muss mich mal um meine Gesundheit sorgen. Da. So. Da ist ein Trank. Den brauche ich. Den gönne ich mir erst, oder? So. Und hier irgendwo noch. Da. Genau, genau. Immer erstmal aufs Maul hauen. Ich glaube, ich kann meine Kampffertigkeiten tatsächlich noch verbessern. In Sachen Skill. Eigenem Skill. So. Haben wir jetzt noch ein bisschen was? Boah, das ist ein Wagen. Das heißt, wir können den anschützen. Das ist super. Ich glaube, man kann sogar das Katapult nutzen. Hinten. Daran erinnere ich mich. Das ist toll. Aber halt nur einmal, weil einmal schnell. So, dale. Hey, dieser scheiß Bogenschützen. Geht mir echt auf die Eier. Mate! Hau ab! An manchen Stellen haben sie es ein bisschen mit den NPCs übertrieben. Schau mal, da ist eine Schnur. Lass die mal schneiden. Bumm. Das ist cool. Ach ja, la 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 la. Was man halt so macht, ne? Endlich viele. Ich glaube, die hören tatsächlich nicht auf zu spawnen, bis ich alle Bogenschützen erledigt habe. Aber ich habe das Gefühl, die sind auch schon respawned. Ah, ist ein bisschen wack. Endlich. Okay. Wir sind nicht eingeladen. Das ist mir egal. Ein Partycrasher, yo. Seht ihr mich? Xena, die Partycrasherin. Und meine Scheiben bringen nichts, weil das viel zu harte Motherfucker sind. Obwohl meine Scheibe eigentlich der harte Motherfucker ist. Okay, wir fangen taktisch an. Pass auf. Ach schön, ich stehe zum Rücken zu ihm, blocke irgendwo anders hin, er macht nichts und wird vom Pfeil getroffen. Das ist super. So macht das Spaß. Jetzt hauen wir ihn wirklich aufs rein. Seht ihr das? Das war mein Ultra-Special-Move. Irgendwie. Ich glaube, die regenerieren sogar, wenn ich weg bin. Lass uns den mal schnell killen. Denn sein Leben, er wird nicht von den Toten auferwachen. So. Und demnach geben wir ihm jetzt böse. Das ist gut. Und jetzt können wir uns ganz schnell Tränke gönnen. So wie Alkoholiker. Die gönnen sich Tränke, nicht Alkohol. Nein. Und dann sind wir fit für den nächsten. Und ganz fit für den dritten. So wird er noch nicht. Werden wir aber. So. Jetzt aber. Die rennt ziemlich langsam auf einmal. Das ist komisch. Was geht denn bei dir ab? Du spürst den Viper von deiner Party. So. In deine Falafel. Raise. Yo. Bam.
Was wäre, wenn ich jetzt den King angreifen würde? Hinterfragen wir das nicht? Wir tun es aber nicht. Ich glaube, er wird einfach ausweichen, weil er ein krasser NPC ist und so. Und danach voll die Pussy, was voll komisch ist. Oder einfach der Kampf würde abgebrochen werden. Das wäre, das ist im ersten Level zum Beispiel möglich, wenn du einfach zu dem Typ hingehst, dann despawnen alle. Ah, egal. Wir widmen uns jetzt dir. Hallöchen, Popöchen. Unsere Freundin vom Anfang ist Gabriel. Die suchen wir. Auf einmal. Das ist ein fucking Centaurus. Warum auch immer so ein Typ wie er sich vor ihr versteckt. Aber hey! Aber hey. Das ist in Ordnung. Hat ein bisschen Schiss gehabt. Haben wir das nicht alle irgendwann? Nein, haben wir nicht. Ist egal. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt in den Startbildschirm begeben und aufhören mit dieser Aufnahme. Ich bin schon gespannt, wie viele Folgen das sind. Ich weiß es nicht. Ich werde es herausfinden. Müssen wir schauen, wie ich das überhaupt hatte. In der nächsten Folge erwartet euch dieses schöne Dungeon. Ich muss sagen, das ist ein ziemlich super, super Level. Ihr seht, da ist nochmal eine zweite Anzeige. Das lässt auf jeden Fall etwas... Das verspricht auf jeden Fall was. Tschüss.